Ich grüße euch zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. Nachdem wir unsere kleine Tutorial-Serie beendet haben, habe ich jetzt die DPs gesammelt und ich habe mir auch gleichzeitig neue Karten gekauft. Jedoch ist Folgendes eingetreten, und zwar habe ich beim Aufnehmen, wo ich die Karten geöffnet habe, hat sich dann mein Mikrofon deaktiviert und man hört mich nicht mehr. Ja, es ist allerdings nicht so tragisch, denn ich zeige es jetzt euch einfach mal, mein neues Deck. Also ich habe ein komplett neues Deck erstellt. Und zwar ist es eine Annäherung an mein echtes Deck. Nämlich, es ist eine veränderte Version des Dark Imperius Deck. Und ich hoffe, mit diesem Deck können wir den Anführer von Team Nichtwächter schlagen. Nachdem er uns ja so klar im letzten Part besiegt hat, hoffe ich, dass wir es mit diesem Deck jetzt eher schaffen, ihn zu plätten. Ja, jetzt kommt wieder diese Sonderregel, dass wir benachteiligt sind mit 4000 Lebenspunkten am Anfang. Es ist voll unfair. Ich will auch so viele Lebenspunkte haben wie er. Ja, ich habe das Deck Kaisermacht genannt, weil das Deck darauf spezialisiert ist, diese Kaisermonster als Tribut zu spielen. Und die haben auch Teile als Effekte da, die sich aktivieren, wenn sie als Tribut gespielt werden. Alles klar, wir haben keine besonders gute Hand am Anfang. Drei Tributmonster gleich am Anfang ziehen ist schon ein großes Pech. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Ich kann jetzt so lange variieren mit verschiedenen Decks, bis wir den irgendwann schlagen, oder ich mache so lange mit diesem einen Deck. Werde wahrscheinlich wieder verzweifeln und ausrasten, bis ich es dann doch schaffe. Und ich tendiere zu letzterem, denn momentan sieht es nicht gut aus. Ich muss mich verteidigen. Er hat einen Effekt, wenn er sein Monster in Verdeckerposition angreift, zerstöre das Monster sofort, ohne den Effekt dieser Karte, ohne es aufzudecken, ohne die Schadensberechnung, falls diese Karte zerstört werde. Wenn er also angreift, wird mein Monster zerstört. Super! Ich weiß, dass da... Mir geht's doch jetzt eh nicht mehr. Unsere Lebenspunkte wurden sowieso schon halbiert. Was soll das, wenn deine Treffer, was du einen 6 Samurai-Monster ziehst, kannst du es sie als Spezialbeschwörung beschwören. Alles klar. Aber der Gegner hat doch ein assiges Deck. Kann man nichts dagegen sagen. Das Kamon. Einmal pro Spielzug, solange du ein anderes 6 Samurai-Monster mit einem anderen Namen kontrollierst, kannst du eine offene Zauber- oder Feinkarte zerstören. Dieses Monster kann während des Spielzuges, in dem dieser Effekt benutzt wurde, nicht angreifen. Ja, das ist doch schon mal ein Vorteil. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein anderes 6 Samurai-Monster zerstören, das du kontrollierst. Alles klar, jetzt wird wahrscheinlich eine Karte von uns zerstören mit dem Effekt. Ist mir eigentlich egal, mach ruhig. Wenn es dir Spaß macht. Jetzt greift ein D-Mann, Effekt aktiviert sich. Kann ich den Effekt eigentlich annullieren? Von seinem Monster? Müsste eigentlich gehen, ne? Bitte ja, bitte ja, bitte. Nein, warum geht das nicht? Falle, Zauber, Normal, Flip, Spezial. Da steht nichts von Effekt. Ich benutze jetzt nicht meine Schrumpfenkarte. Die hebe ich mir auf, wenn er eins meiner Monster angreift. Das ist doch voll unfair. Warum haben wir nur 4000 Lebenspunkte? Und warum hat er ein super starkes Deck? Fühle ich mich glatt ein bisschen benachteiligt. Nur weil ich weiß bin. Wieder ein Tribunmonster. Okay, wir hatten kein Glück beim Ziehen. Ich meine, alle Tributmonster, die wir in unserem Deck haben, gleich am Anfang ziehen, ist schon mehr als seltsam. Okay, dieses Mal haben wir es bis zum fünften Zug geschafft. Das war, glaube ich, auch unser Rekord auch im letzten Part, was das Überleben angeht. Jetzt mach doch nichts mehr, sondern greif einfach an. Sowas, solche Spieler hasse ich.
die Leute, wo eigentlich schon klar gewonnen haben und trotzdem noch so richtig weiterspielen, obwohl es schon klar gewonnen für sie ist. Sowas sollte man nicht machen, in keinem Kartenspiel. Na los, greif mich doch einfach an! Ja, was denkst du da jetzt so nach? Warum aktivierst du jetzt... Der will mich ärgern. Nee, ich ignoriere das jetzt einfach. Nein, ich reg mich jetzt nicht nochmal auf. Nein, es ist mitten in der Nacht, da rege ich mich nicht auf. Nein. Was wollen denn die Nachbarn denken? Wer das rumschrei? Um 9 Uhr am Abend. Na, eigentlich schon 39. Eigentlich hätte ich das Spiel eng laden können, ne? Das ging ja viel schneller als zu warten jetzt, bis ich in Ohnmacht falle und den ganze Scheiß. Okay, dieses Mal war es der 5. Zug. Ich zähle jetzt die Züge. Man muss sich ja auch irgendwie Ziele setzen, ne? Für den Anfang, wenn man einen starken Gegner hat. Oder beziehungsweise eine sehr, sehr unfaire Sonderregel. Also das ist einer der schwersten Punkte in dem Spiel, muss ich sagen. Da habe ich auch, wo ich das Spiel privat gespielt habe, auch häufig bin ich da dran gehangen an dieser Stelle. Weil 4000 Punkte einfach im Vergleich zu 8000 viel zu wenig sind. Vor allem, wenn man gegen einen 6 Samurai den Deck antritt. Dann wäre es, glaube ich, ein kleiner Ausgleich, wenn man das gegnerische Deck ein bisschen schwächer setzt. Aber gleich dem so ein starkes Deck hinzuklatschen und uns noch einen fetten Nachteil geben, das ist mehr als unfair. Also gut, ich setze mich mir jetzt als Ziel, wie viele Züge möchte ich mir denn setzen? 7 Züge setze ich mir jetzt als Ziel. Xien's Schloss des Nebels. Wenn ein 6 Samurai-Monster angegriffen wird, verliert das angreifende Monster nur während der Schadensberechnung 500 ATK. Ein Spiel für Zauber. Ach ja, jetzt erinnere ich mich an meinen Shogun 2 Let's Play. Muss ich leider pausieren. Scheiß Grafikkarte. Warum muss die ausgerechnet jetzt kaputt gehen? Nachdem ich monatelang keine Grafikkarte mehr hatte. Und dann habe ich wieder eine. Und dann geht die sofort wieder kaputt. Das ist doch ein Troll. Meine ganzen Geräte trollen mich hier rum. Also gut. Na komm, alles weg. Das raubt mir nur meine Nerven, wenn es irgendwas Fieses jetzt ist, was verdeckt ist. So, was hast du da verdeckt gehabt? Ich will es mir anschauen. Ich muss dein Deck studieren. Wähle 2 offene 6 Samurai-Monster als Tribut an. Beschwöre ein großer Shogun-Stieren als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Alles klar, die war gefährlich. Der große Shogun-Stieren ist schon eine miese Karte. Jetzt spiele ich die Sperrflugzeug. Nicht in die Verteidigungsposition, weil es sonst durch den Effekt zerstört wird von demselben Samurai wie gerade eben. Der den Effekt hat, wenn es ein verdecktes Monster angreift, dass es dann den, ja, das Monster zerstört, ohne irgendwas zu berechnen. Und Makrokosmos habe ich jetzt auch noch verdeckt gesetzt. Jetzt haben wir eine Kombi draußen. Denn wenn ein Monster zerstört wird, kommt es im nächsten Spielzug wieder zurück. Egal was passiert, selbst wenn es jetzt mit seinem Aufschlagen probiert zu zerstören, es kommt nochmal zurück. So, die kommt als Kette. So, und jetzt werden alle Karten, die auf den Friedhöfen landen, aus dem Spiel genommen. Yaichi, grüße dich, Yaichi. Oh, jetzt geht's los. Was? Eine gesetzte Zauber- oder Feinkarte. Okay, das ist nicht so schlimm. Wär die Karte offen, dann wäre es schlimmer. Gut, sein Großmeister muss leider halbiert werden, denn der hat eine höhere ATK. Und von dem können wir mehr Punkte abziehen insgesamt. Gut, das müssen wir noch überstehen. Mal schauen, jetzt muss ich rechnen. 3 plus... Verdammt, kann ich überprüfen. Ich glaube, die müssen 2000 haben. Plus 1000, 3000 ungefähr Angriffspunkte. Kommt jetzt so ungefähr hin.
Okay, der macht nur 700, so weit, so gut. Ha, wir haben den Angriff überlebt! Und eine verdeckte Karte. Jetzt kriegen wir unser Didi-Sperrflugzeug nochmal zurück. Jetzt haben wir aber einen gravierenden Nachteil. Wenn ich mein Monster jetzt opfer, kommt es nochmal zurück in die Angriffsposition. Und dann kann es nochmal zerstören und wir kriegen nochmal riesigen Schaden. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Warum habe ich mich verklickt? Ich wollte mich nicht verklicken, ich wollte den hier spielen und mich dann verklicken. Ich hätte das Ganze jetzt wenden können. Aber was mache ich? Battlephase. Und dann kriege ich das Monster klein, auch wenn ich jetzt verlieren werde. Warum muss ich mich verklicken? Wieso habe ich das gemacht? Ich bin so blöd. Ich hätte den hier jetzt gespielt, dann hätte ich den hier klein gemacht. Dann wäre der zwar zurückgekommen, aber wir hätten das noch überlebt. Aber ich verklicke mich ausgerechnet. Ich verklicke mich. Bin ich an meinem Vorteil und dann passiert. Boom! Battlephase. Ach, schön. Was will man mehr? Und jetzt kommt doch noch dieser läppische Effekt. Jetzt spiel es doch nicht runter, du hast gewonnen. Ich weiß, dass du Spaß am Spielen hast. Hey, guck mal da! Ich habe viele Monster! Schau mal, was ich da alles habe! Junge, kann ich dich platt? Ich kann dich damit voll leicht platt machen! Ist mir doch egal, mach was du willst! Ja, mach meine Makrokosmos-Karte klein, räume mein Feld noch genau. Tu mich ruhig hier bloßstellen, hier vor den ganzen Leuten, die hier zuschauen, genau. Und bist du jetzt glücklich? Ich glaube das mal. Ich nehme das mal als ja. Na los, greife mich direkt an und beende das Ganze. Wieder der fünfte Zug. ja, fünfter Zug schon wieder. Ich brauche eine Trinkpause. Ich bin gleich wieder da und dann probiere es nochmal. Also bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Das ist jetzt der dritte Versuch in diesem Part, ihn zu schlagen. Und ich hoffe, wir kommen jetzt über die fünf Züge hinweg. Weil immer nur fünf Züge durchhalten, das ist ja auch kein nichts Gelbe vom Ei. Voll unfair. Ich meine, sie durch das an 8000, irgendwie 4000. Naja, sowas macht echt keinen Spaß. Also bei dieser Stelle weiß ich nicht, was Konami unter Spaß versteht. Ja, die wollen damit eher den Spieler ein bisschen quälen. So wie ich vor zwei Parts, wo ich bei diesen zwei Deppen gescheitert bin. Alles klar, wieder dieses blöde Schloss und wieder eine blöde Zauberkarte und wieder so ein blöder 6 Samurai. Gut, dass ich keinen Samurai-Clan in Shogun 2 spiele. Ansonsten würde ich mein eigenes Volk nur zum Rande des Abgrunds schicken, glaube ich. So, das hier verdeckt und falls irgendwas Assiges vorhat, können wir unsere Punkte halbieren. Das sind nur 2000 Punkte, die wir dann abgeben müssten. Okay, soweit so gut. Das ist Zug 3. Der sieht irgendwie aus wie Darth Vader wegen dem grünen Laserschwert hier. Ich sag jetzt zu diesem Monster Darth Vader. Kann zweimal während derselben Battlephase angreifen. Ach, ist das nicht schön. Habe ich da was dagegen? Ich könnte es annullieren. Mache ich auch. Weil zweimal angreifen ist mir ein bisschen zu stark jetzt am Anfang. Das muss aufgehalten werden. Er greift an, das war zu erwarten. Soll ich Schrumpfen benutzen? Aber der wird die sowieso durch den Effekt zerstören. Na gut, dann muss ich die hier benutzen, um mein Monster zu retten. Na los, benutze deinen Effekt. Kein Effekt. Achso, der hat kein anderes 7 Samurai-Monster, deswegen. Ha!
Na gut, er zerstört zwar, aber mein Monster kommt sowieso wieder zurück im nächsten Zug. Da setze ich doch nicht meine Schrumpfenkarte ein. Ich meine, wir reden hier von einer Schrumpfenkarte. So, jetzt kommt mein Monster wieder aufs Feld. Wie der Phönix aus der Asche vom Spiel entfernt, kommt es wieder zurück. Okay. Gedankengang. Die ist gut, die Karte. Ich spiele allerdings zunächst Grandmark. Damit kann er auch gleichzeitig seine Verdeckte zerstören. So, jetzt aktiviert sich der Effekt von Grandmark. Und seine verdeckte Karte geht down. Ich hoffe, es ist keine fiese Falle. Na komm schon, Spiel. Spann mich nicht auf die Folter. Zeig mir, was das für eine Karte ist. Ach, das ist wie diese Karte da, wo es ein Großmeister spielen kann. Okay, nicht so tragisch. Gedankengang, komm jetzt. Achso, der Effekt, verdammt. Ja, gut, die Karte erlaubt uns, dass der Gegner eine Stufe sagt. Und dann wird unser Deck so lange nach einer Monsterkarte durchsucht, bis ein Monster erschienen ist. Und wenn der Gegner falsch rät, dürfen wir das Monster vom Deck speziell aufs Feld beschwören. In diesem hat er falsch geraten, deswegen kriegen wir jetzt dieses mächtige Tributmonster aufs Feld. Ja, jetzt läuft es doch gut für uns, oder? Was meint ihr? So, okay, dann klatsche ich jetzt einen verdammten... Was weiß ich, was das für ein Samurai ist? Wahrscheinlich ein Sushi-Fresser oder sowas. Warum hat unser Monster eine niedrige ATK? Achso, wegen dem scheiß Schloss, stimmt ja. Na egal, das war trotzdem stärker. Ich hätte mich jetzt geärgert, wenn mein Monster dadurch zerstört werden würde. Ziemlich sicher hätte ich mich dann geärgert. So, jetzt zeigen wir endlich Einsatz. Ha! Jetzt kommt der fünfte Zug. Achtung! So weit sind wir noch nie gekommen. Aber ich glaube, jetzt müsste er uns laut der Statistik eigentlich schon plätten. Jetzt im fünften Zug. Wir haben den fünften Zug. Diesen Zug müssen wir jetzt irgendwie überstehen. Achtung. Jetzt ist er wütend. Jetzt gibt er mal so richtig Gas jetzt. Aha, aufschlagen. Okay, welches Monster hat die höhere Death? Ich glaube, das ist der hier. Oder? Moment, ich muss schnell schauen. 1000, 1000, 1200. Geil. Er verschwendet seine Aufschlagenkarte an unseren Sperrflugzeug. Guter Zug. Wenn man bedenkt, dass mein Monster wieder zurückkommt. Bitte mach nichts, mach nichts, mach nichts, gib auf! Mach nichts, Endphase! Da spielt ein Monster. Ist okay. Jetzt kriegen wir unser Didi-Sperrflugzeug aufs Feld zurück. Okay, soweit so gut. Ich brauche jetzt auch ein weiteres Tribut-Monster. Dimensionsalchemist. Okay, ich spiele die mal in die Angriffsposition. Dann aktiviere ich den Effekt von Dimensionsalchemist. Ich kann die oberste Karte von meinem Deck aus dem Spiel nehmen. Und dann kriegt mein Monster 500 Angriffspunkte dazu. Und wenn mein Monster im Kampf zerstört wird, kriege ich ein Monster, das aus dem Spiel entfernt wurde, zurück auf meine Hand. So, das angreifende Monster, okay. Das ist bestimmt ein 6-Samurai-Monster, was da verdeckt liegt. Ich werde es jetzt mit einem Tributmonster angreifen. Ob ich ihn mit die Sperrflugzeug dann noch angreife, ist ein bisschen fraglich, denn ich weiß nicht, ob es dann genau reicht, um ihn zu killen. Und 800 Punkte sind doch ein bisschen wenig. Aber andererseits haben wir natürlich noch die Schrumpfenkarte auf dem Feld. Damit könnten wir noch unser Ding retten, falls es irgendwie in problematische Situationen kommen sollte. Ich greife es einfach mal an. Ist in dem Nachteil, ich muss ein Zeichen setzen. Deswegen greife ich ihn jetzt mit meinem 800er Monster direkt an. Alles klar, alles klar. Als nächstes kommt Testalos mit einem direkten Angriff. 2400 Punkte. Okay,
Okay, wir sind fast dran. Nein, an unserem Ziel. Er hat nur noch 400 Lebenspunkte. Aber wir dürfen ihn weiterhin nicht unterschätzen. Er kann immer noch alles drehen. Mit einer Blitzeinschlagkarte beispielsweise könnte er uns riesige Probleme jetzt bereiten. Was machst du jetzt? Spannung, dein vielleicht letzter Zug oder vielleicht unser letzter Zug, je nachdem. Eine verdeckte Karte, ich hoffe es ist nicht Spiegelkraft. Wenn es Spiegelkraft ist, dann ist es ärgerlich. Eine weitere Makrokosmos-Karte, okay. Die können wir dann vielleicht auf den Friedhof schmeißen. Um diese Karte hier zu benutzen. Zunächst benutze ich den Effekt von Dimensionsalchemist und erhöhe die Angriffspunkte nochmal. Ah, die hätte ich jetzt gebraucht, diese Karte, Adlige der Auslöschung. Naja, egal. Okay, vorsichtshalber setze ich jetzt einmal ein Didi-Sperrflugzeug in die Verteidigungsposition. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, ich greife den jetzt einfach mit einem meiner Tributmonster an. Kein magischer Zylinder! Wenn es magischer Zylinder ist, ärgere ich mich zu Tode. Und? Magischer Zylinder? Oh, okay. Gerade nochmal gut gegangen. Ich meine, hätte er magischer Zylinder gehabt, dann würden wir jetzt 1900 Punkte Schaden kriegen, ne? Und wir hätten fast verloren. Oh, gerade nochmal so gut gegangen. Okay, und jetzt mit dem Schwächsten. Na, Spannung. Oh, wir haben gewonnen. Okay. Oh, ein Glück. Ich dachte schon, wir kommen da gar nicht an dem vorbei. Aber wir haben es jetzt doch geschafft. Puh. Aber das war eine der schwierigsten Stellen im gesamten Spiel. Jetzt haben wir einen neuen Bonus bekommen, Lebenspunkte-Ausgleichsbonus. Den bekommt man, wenn man die Lebenspunkte wieder ausgleicht. Also wenn man quasi weit im Rückstand am Anfang ist und es dann schafft, die Lebenspunkte wieder anzugleichen. Und aus dem Spielbonus, das erklärt sich glaube ich von selber, es wurden viele Karten aus dem Spiel genommen. Tadu, ich hätte nicht gedacht, dass du so gut bist. Hallo auch, amüsierst du dich? Hm! Ha, wann seid ihr zwei? Nein! Ja, hau bloß ab, du Flasche. So ein erbärmlicher Typ. Kellen, Janka, das tut mir echt leid. Yusei, wovon redest du? Wir sind Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Und als Krönung des Ganzen haben wir dieses Gebiet unter unsere Kontrolle gebracht. Endlich ist Satellite vereint. Haben es endlich geschafft. Ganz zu schweigen davon, dass Janka den letzten Anführer erledigt hat. Du warst eine enorme Hilfe, Janka. Auf jeden Fall, jeder hat seinen Beitrag geleistet. So konnten wir es schaffen. Ist doch so, Janka, oder? Na klar, ich sag euch was. Ich habe die besten Freunde auf der ganzen Welt. Also gut, gehen wir uns mit Jack und Crow treffen. Ja, und danach werden wir unseren Sieg feiern. Juhu! Und so konnte das Team Satisfaction seinen Traum erfüllen, ganz Satellite zu vereinigen. Einige Tage später. Ich glaube, ich speichere nochmal. Und dann beende ich den Part auch an dieser Stelle. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, bis dann. Macht's gut. Euer Enkel P. Ciao.